Heute kommt das Video, was schon lange überfällig ist. Und zwar ein Video rund um Zorro. Denn in der englischen One Piece-Szene geht auch gerade die ein oder andere Theorie rum, ob Zorro ein D im Namen trägt und es selber nicht weiß, ob er eventuell Königshaki hat, wer sein Vater ist, was wir eigentlich jetzt auch schon relativ genau sagen können, wer das ist, wo wir halt wirklich nur noch die Bestätigung brauchen von Oda. Aber es ist eigentlich schon so gut wie jedem klar, wer der Vater von Zorro ist. Und allgemein habe ich auf Instagram nochmal gefragt, was für bekannte Theorien ihr rund um Zorro kennt. Und um die wollen wir uns heute kümmern in diesem Video. Deswegen lehnt euch zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also zu der ersten Theorie, ob Zorro einen D im Namen trägt. Lass uns darüber erstmal ein bisschen sprechen, denn das geht so ein bisschen gerade rum in der One Piece Community, was meiner Meinung nach aber so ein bisschen wieder im trüben Fischen ist, denn es gibt da wenig Hinweise drauf. Man kann zwar so ein bisschen, also ich bin ehrlich zu euch, ich denke auch, es ist wahrscheinlich, dass Zorro auch vielleicht vom D-Clan abstammt und auch eigentlich ein D im Namen trägt. Da müssen wir erstmal hinterfragen, wer sind Zorros Eltern, wozu wir gleich kommen, denn ich bin mir eigentlich fast schon sicher, wer Zorro ist, familienmäßig und wer auch sein Vater ist. Und da kann ich es mir durchaus vorstellen, dass Zorro ein D im Namen trägt. Er selber weiß natürlich nichts davon und es wurde ihm auch noch nicht erzählt. Vielleicht aus Schutzgründen einfach, damit er nicht damit hausieren geht und damit dem Kind Zorro nichts passiert. Denn die Weltregierung würde, glaube ich, auch Kinder töten, die ihm die im Namen tragen. Hauptsache, der D-Clan wird ausgelöscht und deswegen haben sie es Zorro damals auch nicht gesagt. Das wäre eine Idee, warum er es nicht wissen könnte. Was sowieso nochmal so eine allgemeine Frage ist, wie die Weltregierung zu den Ds steht. Ob sie wirklich alle auslöscht, die ein D im Namen tragen. Denn Garp ist ja auch bei der Marine und trägt auch ein D. Also es ist ein bisschen komisch, ob sie bei Garp eine Ausnahme machen, wissen wir nicht. Aber ich werde euch jetzt die Hinweise auf Zorros Herkunft mal vortragen. Und da gibt es ein paar. Also ein paar gibt es bezüglich der D-Theorie, dass er einer der Ds ist. Und da muss ich sagen, da bin ich raus. Also ich glaube nicht an die Theorie, beziehungsweise an die Hinweise. Ob Zorro ein D hat, finde ich, also ich finde es wahrscheinlich. Das klingt immer so zweideutig, wenn man über ein D redet, aber das mal beiseite jetzt. Denn viele behaupten, er hat den Tenryubito angegriffen mit Sabo oder Hipel. Und ja, genau wie Ruffy, er lächelt oft dem Tod entgegen, in aussichtslosen Situationen, was auch so ein Hinweis ist oder beziehungsweise so ein Merkmal von den Charakteren, die ein D im Namen haben, was Zorro auch immer tut. Und ich muss sagen, das finde ich echt ein bisschen schwammig, denn Leute, es ist immer noch ein Manga, ein Anime und dass die Hauptcharaktere hier und da mal in einer aussichtslosen Situation entgegenlächeln und den Tod sozusagen entgegenlächeln, ist jetzt keine Seltenheit für die Hauptcharaktere eines Werkes oder so. Deswegen finde ich das schon mal ein bisschen schwammig. Aber die Asura-Theorie finde ich sehr gut, denn wir wissen ja, Zorro, Asura, gegen Eki hat er schon mal eingesetzt. Da hat auch sein linkes Auge geleuchtet, so was jetzt geschlossen ist. Und viele behaupten, okay, jetzt gerade ist das Auge geschlossen aufgrund von Asura. Darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen, aber Asura ist halt, wie gesagt, in der Definition, laut Definition, der natürliche Feind Gottes, was, meine Freunde, ja auch dem D-Clan nachgesagt wird in der One Piece-Welt. Also ist natürlich die Frage, ob Oda sich auch daran orientiert hat, ob er daran gedacht hat, damals schon bei Zorro, dass er jetzt so um diesen Asura seine Techniken aufbaut und eventuell ist Asura jetzt auch der Grund, warum sein Auge geschlossen ist und laut Definition ist, wie gesagt, Asura der natürliche Feind Gottes und genau das wurde auch dem D-Clan nachgesagt. Und deswegen vermuten jetzt viele Leute, dass Zorro auch ein D im Namen hat und das ein Foreshadowing ist. Dazu kommt noch, dass er auch ein Tenryubito angegriffen hat, dass er sich wie Ruffy verhält in gewissen Situationen, allgemein wie andere Charaktere, die ein D im Namen haben, von denen wir schon irgendwas gesehen haben. Ich finde das alles ein bisschen schwammig, ein bisschen, wie anfangs schon gesagt, ein bisschen im trüben Fischen, so empfinde ich das. Dass er aber trotzdem ein D im Namen hat und das vielleicht noch gar nicht weiß, das kann ich mir vorstellen, denn wenn wir uns mal seine Herkunft angucken, beziehungsweise darüber mal ein bisschen nachdenken und eins zu eins zusammenzählen, dann kommt raus, wie auch schon in meinem letzten Zorros Herkunftsvideo erwähnt, dass er auch ein Shimotsuki ist, wo ich mir auch fast schon sicher bin, dass es ist. Ich kann euch das kurz erklären. Und zwar hatte Oda nur gesagt, dass vor 55 Jahren ein Shimotsuki Kozaburu Wano verlassen hat, sich niedergelassen hat in East Blue und da das Shimotsuki-Dorf gegründet hat und da auch das Dojo. Dann hat er ein Kind bekommen. Sein Kind war Koshiro, der Meister aus dem Dojo von Zorro, der mit der Brille, der Vater von Kuina. Also ist Kuina und ihr Vater auch ein Shimotsuki. Aber wie passt jetzt Zorro da rein? Das ist jetzt die Frage. Das kann ich euch sagen, denn und von diesem Kozaburu, der sich im East Blue niedergelassen hat von Wano, kennen wir halt nur dieses eine Bild von der Seite, die Silhouette, die jetzt nicht so viel sagt. Es gibt aber noch einen Shimotsuki, der auch zu der Familie gehört, und zwar Shimotsuki Oshimaru. Den werden viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel haben. Der war damals auch einer der Daimyos, was so Herrscher sind für gewisse Areale auf Wano. Der war der Daimyo von Ringo damals. Und da kennen wir das Bild. Die beiden ähneln sich ja schon etwas mehr. Außerdem war Zorro die ganze Zeit mit dem Tonoyasu, der
auch zu dem Shimotsuki, zu der Familie gehört, wo Zoro ja auch so emotional involviert war in seinem Tod und auch gesagt hat später, er wird ihn rächen. Er hat ihn ja eigentlich nur kurz kennengelernt, hatte aber direkt eine Verbindung zu ihm. Und dann muss man noch sagen, dieser Ushimaru sieht halt von der Seite aus wie Zoro. Das hatte ich letztes Video auch schon erwähnt. Und was man noch sagen muss, zur Shimotsuki-Familie gehört noch jemand, den wir bereits kennen, ist zwar schon sehr alt und 100 Jahre verstorben, aber Ryuma, der Zombie auf der Thriller Bark, der gehörte auch zur Shimotsuki-Familie, der auch in seinen jungen Jahren, wo er noch gelebt hat, genauso aussah wie Zoro. Den hat Oda auch mal gezeichnet. Deswegen bin ich mir zu 100% sicher, Zoro ist ein Shimotsuki und viele sind sich einig, dass dieser Ushimaru auch der Vater von Zoro war damals, der ja nur ein Daimyo war. Ich würde mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob er jetzt wirklich der Vater ist, denn wir wissen nicht genau, was mit diesem Ushimaru passiert ist noch später, wie genau das alles verlaufen ist bei ihm und so. Aber diese optischen Vergleiche und auch die Gemeinsamkeiten, die man immer findet, so zwischen zum Beispiel Ryuma oder jetzt auch diesen Ushimaru, finde ich schon ziemlich verdächtig und dann wäre auch Zoro mit Kuina verwandt gewesen und so. Das wäre alles ein bisschen krasser noch, als wie es jetzt eh schon ist. Ich bin nur gespannt, wie und wann Oda das für uns aufdeckt alles so, weil irgendwie für mich ist es schon fast klar, dass er zur Shimotsuki-Familie gehört, nur wann ist denn für Oda jetzt nochmal im Wano Kuni-Arc die Möglichkeit, das Ganze zu enthüllen und das irgendwie aufzudecken, dass Zoro zur Shimotsuki-Familie gehört? Da fällt mir jetzt eigentlich nur eine Situation ein, irgendwie, dass er da auftritt auf Onigashima, irgendwie kämpft und er kämpft mit dem Enma und Kaido sieht eventuell, dass er mit dem Enma kämpft und sagt dann einfach nur, wie ist dein Name oder so und dann sagt er vielleicht Lorena Zoro oder so und dann kommt ihm der Name auch bekannt vor, dass er zur Shimotsuki-Familie gehört und optisch ähnelt er dem Ushimaru auch vielleicht, dass er das dann vielleicht raushaut, Kaido oder vielleicht ein anderer irgendwie, es muss ja jemand sein, der auch vielleicht die Herkunft von Zoro irgendwie kennt, aber ich stelle mir das alles ein bisschen komisch vor, wenn das jetzt ein Gegner enthüllt irgendwie, deswegen ist das alles noch so eine Frage, vielleicht wird auch so mal jemand wie Kyoshiro, also Denjiro oder sowas das enthüllen oder beziehungsweise ihm das sagen oder irgendwie, keine Ahnung, es muss ja jemand sein, der ihn kennt und auch seine Familie kennt, aber ich glaube nämlich, das kann sein, dass diese Shimotsukis damals vielleicht als Verteidiger oder so eingesetzt wurden, beziehungsweise die haben damals einfach den D-Clan unterstützt, verteidigt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, weil es wurde oft gesagt, dass Wano Kuni und auch der D-Clan, das verlorene Königreich und so irgendwie eng miteinander zusammenhängt und auch zum Beispiel Toki wollte unbedingt nach Wano, ihre Eltern kommen aus Wano, sie kommt aber irgendwie aus einer Zeit von vor 800 Jahren. Also ich kann mir vorstellen, dass eventuell einige Clans damals eingesetzt wurden, beziehungsweise die dies unterstützt haben. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die dies auch zum verlorenen Königreich gehören und so, wenn wir so weit sind, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Oder aber auch, was auch noch so ein Grundgedanke ist, dass diese ganz Alten, auch wie Ryuma oder so, auch vielleicht ein D im Namen hatten. Dann ist aber zwangsläufig Zoro auch ein D, wenn Ryuma eins hatte, weil wenn Ryuma ist nun mal auch ein Shimotsuki und wenn Zoro ein Shimotsuki ist, dann hat er auch ein D im Namen. Aber bei Ryuma und so ist das uns nicht bekannt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, also diese alten Clans von Wano Kuni, dass die vielleicht kein D im Namen haben. Könnte auch sein. Und es wäre auch eigentlich meiner Meinung nach gut, wenn Zoro kein D im Namen hätte, wenn nur Ruffy der Auserwählte ist, sozusagen aus der Crew mit dem D im Namen und diese Clans einfach damals die dies unterstützt haben. Gewisse Clans zumindest. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass die zum Beispiel auch die Pornoglyphen gemeißelt haben, wo ja die verlorene Geschichte beziehungsweise zu dem verlorenen Jahrhundert und alles ja reingemeißelt wurde vom Kozuki-Clan, wahrscheinlich im Auftrag der dies, dann ist das ja eigentlich schon so eine Art Kooperation, Unterstützung, dass die auf Wano Kuni, die Kozukis zumindest, sich damals gegen die Weltregierung gestellt haben. Also für mich ist das fast schon klar. Schreibt mal eure Meinung diesbezüglich nochmal in die Kommentare. Ich finde es ziemlich interessant, darüber zu spekulieren, so über diese Wano Kuni-Clans, Zoros Herkunft, Raftel, verlorenes Jahrhundert. Ich liebe das einfach. Es ist zwar oftmals nur Spekulation, aber den ein oder anderen Hinweis, die ein oder andere Eckdaten, so, die haben wir schon bekommen, deswegen kann man so ein bisschen wenigstens spekulieren und es ist nicht 100% Quatsch. Ich finde das, was ich auch erzählt habe jetzt so, ist alles eigentlich nachvollziehbar und gar nicht so unrealistisch jetzt. Wie dem auch sei, lasst uns zur nächsten Frage kommen, wo auch immer viele von ausgehen und zwar, dass Zoro Königshaki hat. Und ich habe mich auch schon oft dazu geäußert, deswegen jetzt nochmal kurz und knapp. Ich denke nicht, dass er noch Königshaki jetzt auf einmal irgendwie hat, so, weil warum sollte er es ja noch nicht erweckt haben, so. Er hat 2 Jahre bei Mihawk trainiert, also wenn da nicht irgendwie rausgekommen wäre oder Mihawk das nicht irgendwie gespürt hätte, dass da Königshaki in ihm schlummert oder so, hätte mich das schon gewundert. Man kann jetzt natürlich argumentieren, was auch immer das Argument ist von den Leuten, dass Zoro es einfach noch nicht erweckt hat, wie Ruffy, weil Ruffy hat das ja auch immer in so emotionalen Momenten aus sich rausgeschrien, das war ja so vor dem Timeskip und so haben letztendlich auch Leute, so hat Rayleigh, so hat er auch erst herausgefunden, dass er dieses Königshaki in sich trägt, was ja auch angeboren sein muss. So, jetzt argumentieren die Leute so, dass Zoro ja diese Momente noch nicht hatte, weil Zoro ja so ein bisschen immer in sich gekehrt ist und beziehungsweise nicht so emotional wie Ruffy und dann kann das Königshaki noch nicht mal erweckt sein in ihm, aber ich glaube, das ist nicht so, wenn er da wirklich um sein Leben gekämpft hat, da auf der Insel von Mihawk, dann wäre das schon irgendwie rausgekommen und ich glaube nicht, dass er es noch hat. Man könnte jetzt auch sagen, okay, Rayleigh war ja auch der Vize von Roger, der hatte es auch, war auch ein Schwertkämpfer, wie scheint, so, warum soll denn Zoro das nicht haben? Ich weiß nicht, also es würde mich nicht wundern, wenn auf einmal doch Zoro das raushaut so oder erweckt oder er merkt selbst erst, dass er es hat oder so in der nächsten Zeit, okay.
okay, dann ist es so, aber wenn es jetzt gar nicht mehr kommt, dann ist es auch so. Er ist ja eh auf Rüstungshaki spezialisiert, mit dem Enma jetzt auch gerade. Und die Stellen, wo man denken könnte, das war Königshaki, die waren letztendlich nicht kennen im Manga. Also im Anime gab es die Stelle mit dem Drachen auf Pankhazard, wo Leute denken, okay, das war Königshaki, was er eingesetzt hat. Und auf Saburichi Pel war auch einmal so eine Situation. Aber das war halt nur, weil halt das Animationsteam von Toei Animation die gleichen Soundeffekte benutzt hat, einfach so ein bisschen mit Effekten gespielt hat und das sah einfach Königshaki-mäßig so ein bisschen aus, was aber nicht im Manga so war und es sollte auch kein Königshaki sein. Deswegen, Zorro hat bis jetzt, so wie es scheint, kein Königshaki. Abschließend zu dem Zorro-Video will ich nochmal eine Sache machen und zwar, viele haben mich jetzt gefragt, auf Instagram habe ich das oft von euch bekommen, dass der eine Gorosei, der mit der Glatze, mit dem Katana, mit der Brille, soll Zorros Opa, Vater sein. Also das kriege ich immer öfter geschickt jetzt irgendwie, nur weil er ein Schwertkämpfer ist und so, dass er irgendwie mit Zorro verwandt sein soll. Ich weiß nicht, Leute, das ist natürlich Quatsch so, ne? Ist mir auch klar. Aber, um ehrlich zu sein, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser alte Mann da mit dem Kimono und mit dem Schwert, was auch aussieht wie das Kitetsu der ersten Generation, dass dieser Typ eventuell auch ein Shimotsuki ist. Halte mich für verrückt. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil so von den Gesichtszügen, von der Statur und so, wie er aussieht, wirkt er wirklich wie die Person von dem Shimotsuki-Clan. Zumindest wie dieser Ushimaru oder wie Ryuma oder wie Koshiro, finde ich, sieht er auch aus. Er hat halt nur eine Glatze. Es ist zwar nur das Optische und eigentlich soll man sowas nicht als irgendwie Referenz nehmen oder als Beweis oder als Beleg oder so. Das ist mir auch klar. Aber ich finde, trotzdem kann man an sowas denken, an sowas Abwegiges. Und es wäre auf jeden Fall ein krasser Reveal, wenn er auch zum Shimotsuki-Clan gehört oder gehörte und sich dann auf die Seite der Weltregierung gestellt hat und gegen die Dies, gegen den Shimotsuki-Clan, gegen Wano Kuni, gegen alles. Das wäre auf jeden Fall krass. Und dann stimmt es, wenn er dazugehört, wäre auf jeden Fall er mit Zorro verwandt. Wenn Zorro dann auch einer der Shimotsuki wäre. So, das ist natürlich viel, viel Spekulation in diesem Video. Aber die Leute haben sich's gewünscht. Ich habe mal wieder Bock gehabt, ein bisschen über Zorro zu reden. Wir haben letzte Woche zwar schon über seine Herkunft geredet, aber es ist jetzt der Wano Kuni Arc und wenn nicht jetzt im Wano Kuni Arc, wann dann? Wann soll man denn sonst mal über Zorro so ausgiebig reden, so oft über Zorros Herkunft reden und so, denn ich bin mir fast schon sicher, es wird bald aufgedeckt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Video. Diese Woche ist ja leider Pause. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.